Es ist 8 Uhr und ich möchte gerne meine Tests anfangen, aber wir haben eine Batterie, haben wir alles vorbereitet, ja. Test 1, Test 2, parallel Reihe, parallel Reihe. 45, 45, 47 ungefähr haben die Batterie. Nur diese, wo Lade jetzt Wechsel hat, 80%. Deswegen wir tauschen, wir versuchen zu bringen auch eine mit 45 oder ein bisschen weniger auf jeden Fall. 80 ist zu viel. Ja, gut. So, dann haben wir alles. Ich sage euch nochmal. 2 Backkontaktzellen in Parallel. Test Nummer 1. 2 Backkontaktzellen in Reihe. Test Nummer 2. 2 Backkontaktzellen Wattstunden in auch in Parallel, weil die sind schon Hochvoltage-Modul. Ja? Dann haben wir die in Parallel angeschlossen. Und die neue Schindler-Technologie von Green Akku. Die sind auch in Reihe. So, und jetzt fangen wir an von hier. Nehmen wir, so, wir haben 8 Uhr. 8 Uhr und 4 Minuten. Wir kriegen von den 2 Backkontaktzellen in diesem Moment 0,2 Ampere in Batterie. Ja? Von oben haben wir 16 Volt, im Batterie sind 13,5. So, dann die andere, gucken wir, Test Nummer 2, Backkontaktzellen im Reihe. Wir haben 33, 28, 30, so, es spinnt ein bisschen, aber um 8 Uhr, auch in Reihe kriegen wir auch nur 0,2 Ampere in die Batterie, mehr nicht. Ja? So, dann gucken wir weiter bei Test Nummer 3. Ich muss etwas mit meinen Handys machen immer. Ich nehme die Handy Nummer 3. Ja? So, später mache ich von nur für ein Handy. So. Schauen wir hier, Test Nummer 3. Ja, da oben schreibt die Nummer von Test Nummer 3. Kriegen wir genauso wie Backkontaktzellen in Reihe. So 30, ja, jetzt geht ein bisschen weniger. So spinnt viel von 26 bis 32. Aber auch nur 0,1, 0,2. Mehr nicht. Ja, Batterie ist bei 13 Volt. Und Test Nummer 4. So, mal sehen, das ist der Handy von Vlad. Vlad, komm mal hier. So, das ist der Handy von Vlad. Und wir machen jetzt frei. Hat auch einer mal ein Passwort, wie viele andere. So, Test Nummer 4. Wir kriegen 39 Volt, ja, das ist zwischen 31, 30 und 39 haben wir jetzt. Ich warte noch, ich gehe ein bisschen weiter. Ja, geht manchmal bis 39, 39,9, 38, 36. So, der höchste Spannung, so hat diese Module, diese Schindler-Technologie. Wir haben 0,2 bis 0,3. So, in diesem Moment um 8 Uhr morgens, ich kann sagen, die Test Nummer 4, so diese Schindler-Technologie sind die beste. 0,2 bis 0,3 geht in Batterie. Genauso auch bei 13 Volt Spannung, ja. Wattstunde waren die in diesem Moment 0,1, 0,2. Ja, so, es gibt fast keinen Unterschied. Ja. Sehen wir um 8 Uhr, ja, bei Backkontaktzellen. Ja.
Wo ist der Unterschied? Hochspannung, Hochspannung hier haben wir gehabt und hier normale Spannung. Aber trotzdem um 8 Uhr geht 2 Ampere rein in Batterie. Ja? So, jetzt ich frage, wo ist der Unterschied zwischen Reinschaltung und Parallel? Wo ich sehe keinen Unterschied in diesem Moment. Ja? Sorry. Wir machen weiter. Guck mal, Sonne ist da. Aber wir haben 8 Uhr, ist hinter unsere, unsere Halle. So, wir warten noch. Halbe Stunde filme ich nochmal. 9 Uhr und danach, wenn die Sonne schon oben ist, ich glaube, gibt es sowieso keinen Unterschied. Aber wir sehen bis zu abends spät, wie viel in die Batterie rein sind. So, gucken wir auch die Batterie. Und zwar, ich kann Telefon zu Vlad schon geben. Hier, Vlad. Dankeschön. So, kannst du auch zu Wally geben. Und dann, wo sind meine jetzt? Ich habe zwei Handys hier irgendwo. Das ist iPhone. Hier, hier habe ich die Batterie. So, schauen wir in die Batterie jetzt. Ich habe auf die App von Liontron. Okay, so wir haben insgesamt 47 Prozent in Batterie, ja, und dann konnten wir jede Batterie gucken, 119, ja, 47, 13,03, dann gehen wir zurück, zweite Batterie, 128, das ist die Nummer von Batterie, 13,03, ja, und wir haben auch 47%, dann gehen wir in die Nummer 3, wir haben ein bisschen mehr, 48, haben Prozent mehr, 13,09, ja, und dann gehen wir in die vierte Batterie, 45, ja, die vierte Batterie ist die, sagen wir, die tiefste im Laden bis jetzt, 13,01 haben wir hier, ja, 45%. So, dann schauen wir bis heute Abend, wie viel. So, wir sind jetzt in Test Nummer 2. In Test Nummer 2 wäre diese hier. Wir haben 34, von 28 bis 34 haben wir, 35 Volt kommt 0,2 Ampere rein. 4 Watt haben wir nur jetzt, ja, 8:10 Uhr. Und dann gehe ich auch auf History, ja, euch zu zeigen, dass wir haben gar nichts bis jetzt benutzt, ja. Hier schreibt mir, bis jetzt haben wir maximal PV Power, so vom Modul 4 Watt gehabt und maximal 33,2 in diese. Minimal 13 Volt und 13,03 jetzt. So, schauen wir in einer halben Stunde. Und zeige ich weiter. So, halbe Stunde später, wir haben 8:37 Uhr. Ich gehe jetzt raus und wir gucken, was haben wir da. Guten Morgen, Florin. Hi. Hier haben wir eine Knaus mit Solar, Lithium und Wechselrichter. Hier haben wir eine große Detlef XLI. Globetrotter, der kriegt viele Sachen. Ich muss genau gucken, was genau. Und auch eine Kühlschrank. Und hier haben wir eine Custom-Wagen. Vlad und Wally gerade. Custom-Wagen hat 2x100 Lithium, eine Wechselrichter, 3 Module. Jetzt bauen die eine Max-Fan da oben. Und ganz neu, was die Kunde möchte gerne haben, ist diese hier. Ja, das ist ein System wie beim Wasserkocher. Ja? Der geht rein in den Grautank. Der frische Tank bei Kastenwagen sind am meisten drin, so wenn der Kunde fährt, das ist überhaupt kein Problem. Der wird nicht, wir sprechen jetzt für Winter, ja. Der Kunde hat Angst, dass im Winter
nicht das Grauwasser friert. Ja? Deswegen, wir machen das. Er ist mit 12 Volt und der erhaltet eine bestimmte so 0 Grad oder 1, 2 Grad. Ich muss gucken, ich weiß nicht genau, was erhaltet er. Auf jeden Fall ist für Grauwasser, in diesem Fall Grauwasser ist unter dem Auto und ja, in diesem Sinne, wenn du fährst und sind draußen minus 5, minus 10 Grad, dein Wasser bleibt bei 2, 3 Grad. So, wir gehen jetzt raus, die Sonne ist ein bisschen stark. Ja, die Sonne ist ein bisschen stark. Aber es ist trotzdem hinter meiner Halle, ja, ist noch nicht oben direkt zu sehen, was und habe ich so hier gemacht, dass niemand kommt in meine Test hier. Der muss in Ruhe bleiben. Dann fangen wir an. Links Test Nummer 1. Zwei Backkontaktzellen in parallel. Wir haben jetzt zwischen 15 und 16,17 Volt und drin sind 0,3, so keine große Unterschied. Test Nummer 2, Backkontaktzellen in Reihe. Wir haben zwischen 29 und 24 Volt, ja. Aber wir kriegen trotzdem 0,4. Ja, wir haben 1 Watt mehr. Bei der anderen hatte 4 Watt, hier haben wir 5 Watt. Dann gehen wir weiter. Test Nummer 3. Die Wattstunde, Hochvoltage-Modul. Auch zwei in Parallel. Wir haben auch 4 Watt. Genau wie bei Kontaktzellen in Parallel. Zwischen 7 und 20 und 30, 31 Volt und wir kriegen 0,3 Ampere rein in die Batterie. Und Test Nummer 4, Green Akku Schindler Technologie Light Air Module. Wir haben zwischen 4 und 5 Watt, ja, zwischen 4 und 5. Dann haben wir zwischen 31 und 39 Volt, so das bleibt die höchste Spannung bis jetzt, und zwischen 0,3 und 0,4 Ampere kommt in diesem Moment rein in die Batterie. Ja, so 8:41 Uhr und es gibt bis jetzt noch keine Unterschiede zwischen Reihe und Parallel, ja, meine Backkontaktzellen, zwei in Parallel oder zwei in Reihe, bringen die gleiche Spannung. So, halbe Stunde, jetzt kommt die Sonne, guck mal. Ja, die Sonne ist da. So, in 20 Minuten, halbe Stunde filme ich nochmal, wenn die Sonne ist ein bisschen hoch. Dann muss ich 2 Stunden, 3 Stunden weg. Und komme ich Mittag und sehen wir in die Direktzone, was die bringen. So, bis gleich.